Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Berger, mein Name von der Strom- und Energieberatung. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Weiß ich nicht. Sie hatten hier vorhin angerufen, guter Mann. Okay, mit wem spreche ich denn? Bagatov. Okay, haben Sie die Telefonnummer, die, unter die wir Sie angerufen haben? Wie lautet denn Ihre Nummer? Ja, kannst du mitschreiben? Ja? Ja, das ist 04841. 04841. 937 937 48. Herr Otter. Ich bin sein Okay, so Haushälter. habe ich Möchten doch Sie mit gewusst, Herrn Otter ne? sprechen? Sie sind Hallo? der Haushälter? Sind Sie auch verwandt mit dem Herrn Otter oder Nein, einfach nur der ich bin sein Haushälter? Haushälter. Ich helfe Ihnen mit all den alltäglichen Sachen. Ist der Herr Otter fähig, mit mir zu sprechen oder ist er schon älter oder Herr wie ist Otter das? ist älter, aber der kann wunderbar reden. Sie werden gleich hören. Einen Moment bitte. Herr Otter, darf ich Ihnen ein Okay, Telefon super, geben? Das danke ist ein schön. netter junger Mann dran. Super. Ja, Otter, guten Tag. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Otter. Berger, mein Name von der Strom- und Energieberatung. Können Sie mich hören? Ja. Super, schön, dass ich Sie erreiche, Herr Otter. Es geht nämlich um Ihren aktuellen Stromtarif. Worum Da führen wir bitte? zurzeit bei Ihnen den Tag. Worum geht Bitte? es bitte? Es geht um Ihren aktuellen Stromtarif, Herr Otter. Sie haben doch Ja. Strom zu Hause, richtig? Den Ja, oh. bezahlen Sie auch selber? Ohne Strom wäre das Leben Okay, ganz schön scheiße. Bitte? Ich sag, ohne Strom wäre das ja auch ziemlich scheiße. Natürlich, Frau Otter, Herr Otter, dem stimme ich zu, ne? Ja, junge So, Frau, was wir führen möchten Sie mir zurzeit denn anbieten? In Tarp bei Ihnen einen kostenfreien Stromvergleich durch, wo wir gerne Ihre Stromkosten reduzieren würden. Was bezahlen Sie denn für einen Strom monatlich? Das ist ja was Spezielles. Ich glaube, das sind so um und bei 35 €. 35 €. Leben Sie alleine? Ja. Okay, super. 35 €. Wissen Sie, wie viel Kilowatt Sie im Jahr verbrauchen? Ich bin mir da nicht mehr so sicher, aber ich meine, das wäre 1500 oder sowas gewesen. Okay, dann schaue ich mal für Sie im System nach, ne? Ja, wann So, wollen bitte Sie ganz denn kurz gedulden. vorbeikommen? Ich? Ich schicke Ja. Ihnen per Post nochmal alles durch, da brauche ich auch nicht vorbeikommen, ne? Was Sie Sind gesagt haben, Sie bei der E.ON? Sie haben doch gesagt, Sie führen hier in Ort den Vergleich durch. Genau, den führen wir telefonisch durch gerade. Momentan Ach. ist die Ortschaft Tarp dran, ne? Ja. Und momentan ist der Otterweg dran, ne? Da Ja. wohnen Sie ja momentan. Haben Sie dann Ist auch das noch schon, aktuell, ne? haben Sie schon mit den Herrn Meier gesprochen, mit den Nachbarn? Nee, habe ich noch nicht. Also vielleicht die Kollegen schon, aber ich persönlich habe noch nicht mit dem Herrn Meier gesprochen Ach auf dem so, ich Otterweg. dachte, Sie Aber die Ko bearbeiten den Otterweg. No, nein, nein, ich melde mich aus Berlin bei Ihnen, aber momentan sind wir für Tarp zuständig, ne? Von Berlin? So, Ich ich habe dachte, gerade. Sie sind von Stadtwerken. Oder Genau, sind. Herr Otter. Ja. Ich sehe gerade in Tarp, ne? Das ist ja die E.ON, die Energie Deutschland. Das ist der Grundversorger bei Ihnen. Sind Sie bei der E.ON? Ja, da bin ich. Okay, so bei der E.ON, Bei der E.ON, Herr Otter, sehe ich gerade Ja. nur einen Arbeitspreis von 32,56 Cent, ne? Das Was bedeutet, Sie bedeutet sind ein das bisschen teuer bitte? unterwegs. Das bedeutet, Sie sind ein bisschen teuer unterwegs mit dem Strom, weil der Strom für Sie sollte normalerweise nicht mehr als 32 Cent kosten. Und Der ja. günstigste Anbieter bei Ihnen, der örtliche, der günstigste Anbieter bei Ihnen in Tarp, das ist Ja. die PSD Energie. Da haben Sie einen Arbeitspreis von 31,41 Cent, sind Sie 1 Cent drunter mit der Kilowattpreis. Das bedeutet, auf die 1500 Kilowatt werden Sie von 35 € runtergestuft auf 25 €. Ne? Zahlen Sie in Zukunft 25 € für den Strom. 10 € Das bedeutet für Sie, Sie weniger. sparen sich, genau, das sind 10 € Ersparnis im Monat. Auf das Jahr hochgerechnet sind das 120 € plus Sie bekommen 50 € für den Stromzähler als Bonus.
Das sind dann schon mal 170 Euro für den Strom, den Sie sparen. Haben Sie auch einen Gasanschluss, Herr Otter? Wie bitte? Haben Sie auch Gas zu Hause? Ja, Glas. Gas. Zum Kochen, ne? Zum Heizen oder zum Kochen? Also der Herd ist von Miele. Müssen Sie das Modell wissen? Von Miele. Nein. Wird der mit Strom betrieben oder mit Gas? Wie meinen Sie das? Wie kann ich Ihnen das am besten erklären? Ja, das weiß ich nicht. Genau. Okay, Herr Otter, ja? Wie viele Zähler haben Sie denn zu Hause? Stromzähler haben Sie denn zu Hause? Ich habe nicht mehr so viele. Ich bin jetzt erst neulich beim Zahnarzt gewesen und er hatte wieder 3 rausnehmen müssen. Ja? Okay, ja. Herr Otter, können Sie mir bitte nochmal den Haushälter geben? Was soll ich Ihnen geben? Ihren Haushälter, der Herr, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Den Rakesh? Ja, bitte. Ja, warten Sie mal, bitte. Können Sie es nochmal mit dem, der möchte dich sprechen. Ja, hallo, Zylinder. Hallo, schönen guten Tag nochmals, dass ich Sie, tut mir leid, dass ich Sie nochmal störe, ne? Wer ist da? Der Herr Otter. Mein Hallo? Name ist Berger, wir hatten ja vorhin gesprochen, ne? Ich glaube, Sie haben mit Dimitri gesprochen. Hier ist Rakesh. Mit dem Haushälter möchte ich sprechen. Mit welchen? Wir haben 3 Stück. Von Herrn Otter. Ja, wir haben 3 Haushälter. Soll ich Sie die andere Haushälter geben? Nein. Ist das, Herr Rakesh, ist das ein Altersheim? Wie bitte? Ist das ein Altersheim oder ist das ein ganz normales Haus? Das ist früher mal eine Kaserne gewesen. Ah, okay. Oder was meinen Dann Sie? Dann können Sie mir bitte jemanden Zuständigen geben? Von was denn? Von Ihnen einfach, irgendjemanden, Personal oder so. Also möchte Sie wieder Herr Otter sprechen? Ist der Herr Otter das Personal oder? Ne, der wohnt hier. Denn? Der wohnt hier. Ich bin der Personal. Okay. Herr Rakesh, ja? Der Herr Otter, wie viele Zähler hat er denn? Wie viele Zähne? Die haben gestern wieder 3 gezogen. Nein, nicht Zähne, Zähler, Stromzähler, Stromuhr. Stromuhr? Also ich muss einmal gucken. Kann ich Sie kurz mitnehmen, wegen der Uhren? Ja. Also ich habe, warte mal, da ist das, ich weiß, ich hoffe, das ist nicht zu viel. Also der hat so ein kleines bei die Wohnzimmerung, dann ist das bei den Küken ist eine große Uhr und bei Schlafzimmer ist der Wecker. Oder ist nur normale Uhren interessant für Sie? Nein, Herr Rakesh, nicht die Uhr. Die Stromzähler, ne? Sie haben doch im Keller ein Gerät. Kann nicht so gut Deutsch sprechen. Soll ich Sie andere Kollegen geben? Geht Englisch? Yes, we can do it. Okay, so I'm searching for the electricity counter. The electricity counter? Ah, now I got it. Where did you get your good English, buddy? Okay. Did you study English? I studied in Berlin. You studied English? I studied in Berlin. Not English, but I studied in English. Oh, that's very good. So we can do it. So let me go downstairs. I will have a look for it. So thank you. So what are you trying to do right now? Der Herr Otter, Mr. Otter. Mr. Otter. We are doing we are questioning the people how much they pay for the electricity. Yes. Because on the 1st January there was a price, the electricity prices got higher. It does. And we want to reduce your electricity prices. All right. Okay. So you want to do it for Mr. Otter? Yes. I will send him everything per letter so that he can read it too. Okay. But now I have to do some things before I send the letter. But I have a question, stop. By the way. Yes. Mr. Otter, how much counter does he have?
Yes, I'm on my way. I'm on my way downstairs. I will tell you. Okay. Very okay, good. Thank you. Very and good. And another question. Yes. Does he have only electricity or does he have gas also? And I guess I think we use gas for the oven and for the heater. Okay. Then please look at the gas counter for me too. Yes. Could you do that for me? I will do it. Okay, thank you. I will do it. Thank you. So what's your name, my brother? Thank you. My name is Berger. 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 All right, very good. So do you need, okay, we have several. How do I know which one is from Mr. Otter? Okay, is that a flat or is that a owner's house? It's a flat. Kind of flat. It's a flat. Okay. Yes. There should be a number. Yes. With your door number. From the door flat. Number. Or. Yes. Yes. On the counter there should be a door number. Did you find it? Yes, I think so, but I'm not too sure because it's okay. A very huge room here. Okay. Are there more counters? There should yes. be more counters. Do you need all the okay, numbers so from every counter? No. I only need the number of the of counter, the otter, which is from yes. All yes. right, we will the find it. The electricity counter. So if when you find it, tell me please that I can do my work. Yes, I'm looking at it right now. It's very dark inside. Okay, and thank I you. Will try to figure it out. So let no me problem. Have a look. I have many time. You have time. Many time. That's so, very good. Where I have. Did you get your English from what did they say in German? Kaugummi Automat? No, I haven't talked in English for so long. Yes. That my English is not the best. Yes. Anymore. To be honest, your English is not good enough to scam the people. But we will figure it out. Okay. Yes. We will try it. So where is your call center? My call center, we are calling you from Berlin. From Berlin? Yes. Oh, that's very good. So what's the weather there? The weather? Yes. It's nice. It's is. Not a bad. It's so very good. It's a little bit fresh. It's a little bit fresh, but... It's fresh? It's okay. It's a fresh ice cream? Yes, it's a it's a little cold, but... It's okay. So did you find the counter? Yes, there are still several one. Do you need to speak to the manager? Or are you from what do they say, Krankenkasse? Are you from Krankenkasse? No, I am from the Energy Information Center. So that Energy means we work with Center. Over 1,000 energy operators together to fix you the cheapest electricity operator. So I will find you the best. All right, very so good. So I guess you need to speak to manager because I'm just assistant here. I cannot do any contract with you. Okay. No. I only need yes. you have to look on the counter on the yes. counter. There's a number called Zähler number. Yes. And if I have the Zähler number, then you will please give me to Mr. Otter. Yes. And you will listen to our talking. Yes. And if he doesn't understand me, I will tell it to you, and you can explain it. Okay. Yes. Because I think he cannot understand me the best. Yes, that's why he's here. He's very old man. Hmm. Moment. Yes, I'm talking to the electricity person. Can you give me a minute? Give me the telephone, Suka. Yep. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Berger, mein Name. Mit wem spreche ich? Ja, hier ist Suka von Gebäudemanagement. Was möchten Sie bitte, dass mein Angestellter im Keller macht für Sie? In welchem in was für einem Gebäude bin ich denn gelandet? Ja, Sie sind bei Otterweg. Bei Otterweg? Ja, Otterweg. Ne, und das ist hier... die Wohnung von Herrn Otter? Nein, das ist Nervenheil... Oder ist das ein Altersheim? Nein, das ist Nervenheilanstalt für Psychopathik.
Ach so, okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen, ja? Dankeschön. Hat er jetzt... Ich melde mich später, dankeschön. Moment, hat mein Mann jetzt mit Ihnen einen Vertrag gemacht? Nein, hat er nicht. Das ist sehr gut. Und wie heißt Ihre Firma? Das ist ja eine Nervenheilanstalt, da können wir ja keine Verträge abschließen. Ja, natürlich kann der erstmal machen, weil Sie wissen das ja nicht, wenn ich Ihnen das nicht gesagt hätte. Nein, wenn der Zähler zum Beispiel auf dem Herrn Otter läuft, das hat ja der Herr gemeint, dass die Zähler auf ihn laufen. Ne? Ja, darum ist der ja hier. Ich weiß gar nicht, wie ist der ans Telefon gekommen? Das werde ich gleich herausfinden müssen. Ich glaube, ich werde hier Köpfe rollen. Der kann nicht einfach bei Telefon lassen, den Massenmörder. Okay, weil es geht nämlich darum, dass wir den Strompreis reduzieren möchten in Tarp. Da. Das ist der Autoweg momentan, ist ja dran. Das heißt, wir möchten gerne Ihre Strompreise senken. Also man muss ja sagen, du bist echt abschlussgeil. Ich sag dir, du rufst die Nervenheilanstalt an, der Mann ist Massenmörder. Du willst immer noch Abschlüsse machen. Hast du Geld so nötig? Na, schauen Sie, es ist ja nicht, das ist doch meine Arbeit. Ja, ne? wie viel Provision wirst ja du kriegen? Ich muss ja dafür sorgen, dass sie auch... Meine Provision bekomme ich erst, wenn Sie bei einem Anbieter Kunde geworden sind, den ich Ihnen angeboten habe. Ja, und wie viel wirst du kriegen? Das weiß ich ja nicht. Ja, was kriegst du normal? Was kriegst du, was wolltest du ihnen geben? Was ist das Höchste, was die geben? Die Frage verstehe ich nicht. Welche Anbieter gibt höchste Provision und wie viel ist das? Fragezeichen. Das weiß ich nicht. Oh, bist du neu bei Firma? Nein, bin ich nicht, aber das weiß ich nicht, weil ich bekomme meinen Lohn von meinem Chef und mein Chef managt das Ganze. Ja, aber die müssen dir doch sagen, wie kommt Lohn zustande, sonst kannst du zu Anwalt hingehen. Möchtest du gute Arbeit, kannst du bei Nervenheilanstalt, du kannst Toilette sauber machen. Wer kümmert sich denn bei Ihnen um die Stromangelegenheiten? Das ist der Herr Grindelwald. Und das ist jetzt so ein Betrieb oder wie ist das denn? Ja, auf welchen Namen läuft denn der Strom? Das ist okay, der Herr super. Grindelwald. Müssen Sie mit ihm sprechen? Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Hallo, ja? Hallo, soll ich Sie Herr Grindelwald geben? Der ist ein Zimmer weiter. Wie groß ist denn das Gebäude? Oh, ich kann Ihnen nicht sagen, wie groß, aber wir haben 60 Patienten. Na, okay, nein, das geht leider nicht. Ich melde mich dann nochmal später bei Ihnen, ja? Aber warum melden Sie sich nochmal, wenn das nicht geht? Weil ich Sie an die Abteilung weiterleiten muss, ja? An die Abteilung für Nervenheilanstalt für Psychopathik? Nein, an die Abteilung, die sich darum kümmert, ja? Dankeschön. Alles klar, Bruder. Dos vidania.